Ups. Ja, da haben wir eine. Eine reicht doch. Und wie gesagt, da machen wir den ganzen Winterkladatsch rein. Den lassen wir vielleicht sogar hier unten. Vielleicht ist das sogar ganz sinnvoll, das hier unten zu lassen. Oder machen wir es auf dem Dachboden. Solche Sachen tut man auf dem Dachboden. Wir wollten ja eh zum Dachboden. Dann gehen wir mal zum Dachboden hoch und tun die Truhe auf dem Dachboden, hauen da den ganzen Kladatsch mal rein. Und schauen. Auf dem Dachboden, da grümpelt man ja auch mal alles voll. Ne, das macht man ja nun mal so. Hier, kann hier hin. Ja, okay. Das ist aber in Ordnung. Das kann da alles rein. Ganze Weihnachtsgedöns. Dann haben wir die auf den Dachboden. Was ist das? Haken? Was soll ich hier mit Haken? Lebkuchenhaus kann noch rein. Also ist schon eine ganze Menge, was wir an Zeugs haben. Das ist unglaublich. Wir könnten das natürlich auch wieder zu Farbstoff machen, aber wir brauchen sie ja eh wieder. Das Haus könnte man hinten übrigens auch mal fertig machen. Auch so eine Sache. Und eine Solaranlage. Da habe ich mir übrigens, Solaranlage, können wir mal ganz kurz gucken. Da habe ich mir was überlegt. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die wir haben. Einfach, weil die Windräder sind irre laut. Die eine Möglichkeit ist, das kann ich mal zeigen, das ist die, die ich nicht so gerne haben möchte. Aber das könnt ihr ja mitentscheiden. Wir gehen hier hin und machen die oberste Spitze weg und machen ein Flachdach und machen hier alles voller Solarpanels. Würde ja gehen. Ist ja generell mal kein Problem. Aber ich glaube, das Haus sieht von der Seite nicht mehr so schick aus. Darum ist es nicht die beliebteste Sache. Allerdings hätten wir den Strom gleich da. Der Lukas am Start. Herzlich willkommen, Lukas. Schön, dass du da bist. Ja, auf jeden Fall müssten wir mal gucken. Ja, wäre eine Option. Die zweite Option ist, dass wir uns hier so ein Panel bauen. Also wir könnten es entweder zum Beispiel da hinten drauf machen. Da drauf. Da würde es mich gar nicht so sehr stören. Oder aber... wir bauen uns hier irgendwas hin im Garten. Ja, voll Zellraum. Super, wie du gehst. Naja, wir könnten natürlich hier irgendwie so eine kleine Anlage machen. Oder meinetwegen hier irgendwas. Dass wir in der Mitte so ein Solarfeld machen oder so, würde auch gehen. Sollte genug Strom für das Haus machen. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben. Ja, ob ihr das Solarpanel lieber oben haben wollt. Was ich, wie gesagt, ein bisschen schade finden würde, weil das Spitzdach gefällt mir schon. Oder ob wir hier irgendwie ein bisschen kreativ tätig werden wollen. Vielleicht machen wir auch so ein Gemeinschaftssolarfeld hier hin. Was auch für dieses Haus da hinten benutzt wird. Der Luca schreibt, Minecraft an Geburtstag. Da mal herzlichen Glückwunsch. Alles gut zum Geburtstag und wir haben einen Enderman. Mr. Enderman. Wir gucken mal, ob wir den kriegen. Ja. Komm mal her. Danke für deine Enderperle. Jetzt seht ihr aber, was ich meine mit laut. Diese Windräder sind irre, irre laut und da muss Abhilfe her. Da muss einfach Abhilfe her. Und da müssen wir mal gucken. Ich mache aber mal den Schwierigkeitsgrad aus. Denn der macht ja nur Sinn. Habe ich vertippt? Bin ich jetzt zu dumm, das einzugeben oder was? Eben hat es doch noch super geklappt. Ah, okay. Ich muss mich vertippt haben. Dann ist, wenn man schnell schreibt. Ja, dann, wie gesagt, ja, so richtig sagen, was wir jetzt machen wollen, tut ihr auch nicht. Ich würde fast sagen, dann würde ich das Hochhaus da hinten weitermachen wollen, was wir haben. Wir können ja mal hingleiten. Denn dieses Hochhaus braucht ja noch mehr Gebäude. Das wäre eigentlich ganz schön. Wir glitschen da mal rüber. Das habe ich übrigens verglast, das hatte ich ja gesagt, dass ich das machen werde, habe ich auch getan. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr mit diesem Glas zufrieden seid oder ob da noch anderes rein soll. Aber ich glaube, das ist schon jetzt nicht so schlecht. Na, hier haben wir die Empfangshalle, hier würde ich dann noch einen großen Screen oder sowas reinmachen. Ich weiß nicht, so ein riesen Bürogebäude. Und hier nebenan könnten wir dann ja quasi, ja, weitere Gebäude bauen. Haben wir zufälligerweise, haben wir. Haben wir. Das ist super. Wie breit die Straße werden soll, weiß ich noch nicht. Ich glaube, wir machen die ein bisschen schmaler. Die sieht einfach episch aus. Es ist die epische Straße von nebenan. Achso, den Gleiter, den müssen wir natürlich mal ausmachen, wenn wir hier bauen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Oh, dieses automatische Steigen ist natürlich auch schwierig.
so schön das alles ist. Aber manchmal ist es auch ein bisschen unbrauchbar an manchen Stellen. So, wir müssen mal gucken. Und hier könnt ihr irgendwo das zweite Gebäude hin. Na, dass wir hier so einen Durchweg machen, vielleicht so ein Sechser. Kennst du Politik, Tycoon? Noch nicht, lieber Lukas. Ich kann es mir aber mal anschauen. Tycoons liebe ich, also schauen wir uns das mal an. Definitiv. Jetzt die Frage, wie breit machen wir? Ich würde ja fast sagen, 3. Das sind 3. Wir können ja hier mal mit, haben wir keine Fackeln mit. Komm mal her, wir machen Erde hier hin. Das wäre ein 3er. So müssen wir es machen. Jeden dritten machen wir einen Klotz. Und hier noch. Das könnte man ja lassen. Ja, vielleicht lassen wir das Gebäude sogar so noch. Und dann, ihr wisst jetzt gar nicht, was ich im Kopf mir so ausmale. Und hier machen wir dann quasi das zweite Gebäude hin. So, das ist vielleicht ein bisschen länger, aber dafür flacher oder so. Würde ja Sinn machen, verschiedene Gebäude zu haben. Na, wenn wir hier so eine kleine Stadt entstehen lassen wollen und, oh mein Gott, wer jetzt hört Stadt, oh, das wird ja hier eine epische Stadt, nein, also Minecraft wird jetzt nicht hier Stadt Buildcrafter oder sowas, oder Building My City oder sowas, sondern es ist ja nur eine Option, die man hat, ne? So, und ich denke, so kann man das machen und dann machen wir hier ein flaches Häuschen hin, was vielleicht so 3 Etagen hat und dann kriegen wir das schon geregelt. Ups. Ach, die Musik ist so schön. Lang nicht mehr gehört. Ah, okay. Wir haben das gleich geschafft. So, wir sammeln aber auch mal alles ein. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen. Ja, der Dennis gratuliert den Lukas auch. Und der bedankt sich auch ganz brav. Nur mal so ein bisschen... Ja, im Chat so ein bisschen auch was los. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Lob, Kritik habt, haut es raus. Haut es einfach raus. Nur sachlich. Vielleicht nicht so wie der Herr, ich mag den Namen mal gerne vorlesen. Nicht so wie der Tom Kohlmann, der dann halt so völlig unqualifizierte Kommentare gibt. Beziehungsweise beleidigend wird. Ja, so sieht es aus. Und ich würde auch ein anderes Gestein nehmen, damit die Häuser nicht gleich aussehen. Ich würde da jetzt nicht das gleiche Material verwenden. Es wäre ja ein bisschen langweilig. Wir werden mal gucken, was für einen Stein wir dafür nehmen. Und dann ziehen wir uns das eigentlich auch recht schnell hoch. Und wenn wir hier erstmal 3, 4 Häuser haben, dann machen wir noch irgendwo eine Essenskette hin. Da haben wir definitiv auch Möglichkeiten. Und dann schauen wir mal, wie das hier alles wirkt. Ja, finde ich schon eine spannende Sache, sowas. Ist jetzt vielleicht nicht gerade das Spannendste, das hier auszuheben, aber auch das gehört natürlich dazu. Und natürlich brauchen wir hier auch Wege. Wir müssen mal gucken, wo ist hier die Mitte? Das sind 3, 3, 3, 3. Das heißt, die Mitte wäre irgendwo hier. Gibt es da überhaupt eine Mitte dann? Ja, wir müssen mal schauen. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht muss das noch ein bisschen breiter. Ich glaube, das ist zu schmal. Ich glaube, so 2 breiter können wir noch machen, oder? Ey, das ist voll breites Haus, ey. So wie ich manchmal. Ich bin auch manchmal breit. Nein, liebe Kinder, bin ich natürlich nicht. Also ja, in den Hüften bin ich breit. Verstehst du? So ist korrekt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also viel breiter kriegen wir es hier natürlich nicht. Und wir müssen natürlich gucken, was wir in den Häusern reinmachen. Wäre natürlich auch schön, wenn das mit irgendwas befüllt wäre. Mit Leben oder so. Dass wir da Geschäfte reinmachen. So eine kleine Mall hier oder so. So Kaufmannsladen oder ich weiß nicht, Regale gibt es ja. Wo man diverse Dinge einfach mal reinstellt. Wäre ja möglich. So, müssen wir mal gucken. Dann geht es hier lang. Haben wir zufälligerweise noch Steine dabei? Bestimmt haben wir Steine dabei. Hat die Werbung für den Kanal eigentlich was gebracht? Abonnentenzahl? Lieber Dennis, inwiefern Werbung? Meinst du, die du gemacht hast? Ich habe seitdem 2 Abonnenten dazu gewonnen. Ja, es hat bedingt was gebracht. Dankeschön. Dafür. Ja, wie gesagt, Werbung könnt ihr gerne natürlich machen, wenn ihr hier zufrieden seid.
Dann können die Leute sich das ja angucken und selber entscheiden. Nur bitte, wie gesagt, ich weiß, Dennis, du machst es nicht, aber für alle anderen halt, die das später als Let's Play schauen oder vielleicht in Livestream gerade reinhuschen, bitte keine aggressive Werbung bei einem Kanal. Hier, der ist live oder so, ne? Weil das, ja, das mag ich dann doch nicht so. So, das haben wir. Die Frage ist, Stein suche ich. Stein haben wir hier schon mal nicht. Hier haben wir Stein. Den können wir mal rausnehmen. Haben wir sonst noch was? Was ist das hier? Zukunftsblöcke. Ja, ich glaube, die eignen sich jetzt nicht unbedingt zum Bau. Hier haben wir auch noch Stein. Ah, ist alles vermischt halt. Ne? Müssen wir mal gucken, Ordnung reinkriegen. Alter, ist schon krass, ne? Und wenn wir jetzt so ein Gebäude machen mit 3 hoch oder so, oder vielleicht, ja, 4 hoch, das sollte reichen. Ich würde gerne mal gucken, was haben wir denn hier? Steinstraße heißt, aber sieht nicht aus wie eine Straße. Wo ist denn der Schissel? Schaisel, wo bist du? Lieber Schaisel, hier ist der Zauberstab, den brauchen wir eigentlich auch schon, den können wir gleich mit rausnehmen. Das ist My Hammer, den können wir auch mal mitnehmen. Den werden wir auch brauchen. Hier ist der zweite. Hä, warum haben wir den Hammer wieder? Haben wir den nicht letztes Mal verloren? Ich weiß es gar nicht. Alles findet sich wieder an. Wo ist denn der Schüssel? Muss ich einen neuen Schüssel craften? Ich sehe hier keinen. Da ist er, aber der ist fast hinüber. Das heißt, wir können auch einen neuen Schüssel eigentlich schon machen. Komm mal her, können wir so machen. Das können wir. So, da rein. Was auch immer, diese Haken und diese Lederstiefel, alles ganz toll. Die Angel ist auch ganz toll, brauchen wir jetzt aber nicht. Der Schüssel, ne Schüssel haben wir. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann können wir zumindest schon mal diese Steinstraße machen. So, wir gucken mal, ob das dieselben sind. Das Schwert benötigen wir nicht. Wir haben ja auch Friendly. Ja, das sind die richtigen. Sehr gut. Machen wir mal kurz so, weil sonst werden wir hier... Zack, zack, zack. Läuft ja. Ja, so kann man es auch machen. Wenn man auf die Erde klickt, kommt halt Erde raus. Giga Robin ist da. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja. Jetzt hätte ich beinahe falsch geklickt und mich geärgert, weil da hätten wir die ganzen Steine wegkloppen müssen. Also der Gehweg geht schon mal hier hin. Und ich würde hier auch, das können wir schon mal einzeichnen, irgendwie einen Seitengehweg machen. Dafür brauche ich auch nochmal ganz kurz die Erde. Wie viel haben wir denn hier? Das wäre der dritte. Dritte. Gibt's da irgendwo eine Mitte? Ich weiß es nicht. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ja, bei 12 ist natürlich schwer. Ich würde gerne so einen Dreierweg auch machen. Könnten wir eigentlich machen, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir haben keine richtige Mitte. Das nervt natürlich ein bisschen. Vielleicht machen wir hier auch einfach einen Zweierweg. Könnten wir natürlich auch machen. Wir machen jetzt erstmal einen Dreier und daraus wird ein Zweier. Verstehst du? Ja, genau so machen wir es. So dieses Unsymmetrische mag ich nicht so sehr. So, und dann geht es hier hin. Dann können wir einmal die Erde nehmen. Shiny Guy. Lang nicht gesehen. Ja, herzlich willkommen. Das stimmt. Lang haben wir uns nicht gesehen. Schön, dass du wieder da bist. Das freut mich sehr, dass die alte Garde immer wieder da ist. Auch der Dennis, der Lukas ist auch schon öfter da gewesen. Das ist sehr schön. 4, hier ist der fünfte. 4, hier wäre der fünfte. Das heißt, den muss ich zumachen. Dann wären das 4, 5 und der sechste. Hier 4, 5 und der 6. So ist richtig. So wird ein Schuh daraus.